Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Quadrons. Das ist hier alles noch so ein bisschen mit im Intro. Ich weiß nicht, ob wir direkt im Spiel sogar landen oder... ja, wir vermuten, wir landen direkt im Spiel, deswegen habe ich schon mal die Aufnahme gestartet. Oder landen wir jetzt im Hauptmenü? Wir landen im Hauptmenü. Ganz. Muss ich mich jetzt für eine Seite entscheiden? In der ersten Mission fliege ich für das Imperium. Passe deine Charaktere an. Ach so, Leute, ich kann die also direkt selber anpassen. Standard Nook. Okay. Ja, nur Cockpit anzeigen, das wäre halt schon mega nice. Weil es halt. Ich glaube, ich lasse das erstmal auf Standard. Ja auch. X annehmen. Ja. Hä? Geh zurück. A ist anpassen. Nee, A ist. Ah. Ich kann hier sagen, wenn ich beim Imperium spielen will. Okay, also wenn ich hier vorne einen Mann nehme, sollte ich auf männlichen Körper umstellen. Aber ganz ehrlich, ich habe irgendwie... Warum denn? Sie gehört mir. Ich habe nichts zu verlieren. Nur das Beste für dich. Mein Leben für das Imperium. Komm mir nicht in die Quere. Ich bin eine Na, die werden Augen machen. Wenn sie einen Kampf wollen, dann werden sie ihn auch bekommen. Wir werden der Galaxis Ordnung bringen. Ja, das finde ich gut. Ezra. Ich finde die Namen gar nicht mal schlecht. Warum sehen die halt alle so mega komisch aus? Also die Kerle vor allem. Komm, nehmen wir wenigstens den mal, jo. Ich bin so bereit wie noch nie. Stehe bereit. Du freust dich wohl, mich zu sehen. Tavana Trace. Cloud Cutter. Ganz ehrlich. Kann den. Ich würde jetzt nicht den klassischen Luke Skywalker nehmen, das finde ich affig. Aber Skywalker finde ich halt als Nachnamen schon mega nice. Eigentlich. Was hatten die Nummer? Ah, ja. Ah. Ich will den vielleicht nicht lieber ASDF nehmen. Was könnte man da mal geiles nehmen? So ein bisschen, was so auch zum Star Wars-Universum passt. Ne, da ist der Han Solo, ist auch so lala. Oh, was gibt's da für einen guten Namen? Mir fällt gerade echt keiner ein.
Dave. Guck mal, Dave Jagger ist es. Nehmen wir einfach mal so. Und jetzt noch Zufall. Oh, komm. Daibo. Bao Haimon. Saivetesi. Ophalaron. Ganz ehrlich, der gefällt mir noch besser. Weißt du was, wir nehmen den an. Ach, da steht jetzt Dave Jagger. Okay. Nein. Ich nehme erstmal Standard. Ja. Ich habe noch echt gar nicht gespielt und ich weiß auch echt gar nicht, wie das mit den Fliegen ist. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Oh, hallo Vader. Alderaan hat die Vernichtung gewählt. Sie haben Rebellion und Anarchie entfacht und den Preis dafür bezahlt. Die Überlebenden verbreiten weiterhin Unruhe. Jo. Findet sie. Und tötet sie. Ruht nicht, bis die Zerstörung Alderaans abgeschlossen ist. Klingt nach einem Plan. Ist Villans nach der Zerstörung von Alderaan. Jo, auf geht's. Ah, krass. Lord Vaders Befehle sind eindeutig. Sind sie? Ja, die Überreste Alderaans auslöschen. Wie? Die Überlebenden sind doch untergetaucht. Angeblich befindet sich ein alderanischer Konvoi auf dem Weg nach Foster Haven. Sie locken sie raus und geben ihnen den Rest. Ist das verständlich, Captain? Natürlich, Commodore Sloan. Wegtreten. James. Alles bereit, Lieutenant Carroll? Die Staffel ist unterwegs. Captain sie brennen Dave. Darauf, Lord Vaders Befehle zu befolgen. Und Sie? Sie wollen Flüchtlinge töten, deren Welt wir zerstört haben. Während des Iskallon-Aufstands brachten Sie mir bei, Propaganda zu ignorieren. Es sind Verräter und keine Flüchtlinge, und so werden wir sie auch behandeln. Die übliche Sigma-9-Konfiguration wurde vorbereitet. Nur Standardteils heute. Fliegen nach alter Schule, Sir. Vielleicht wird es ja doch noch eine Herausforderung. Okay. Standardteil. Ich möchte auf jeden Fall aus Cockpit sich, glaube ich, fliegen. Falls man das überhaupt umstellen kann. Oh, die Außensicht wäre sicher auch nice. Ich glaube, wir spielen mal so oder so. Ah, da komme ich. In der Mitte. Ich führe. Und niemand feuert ohne meinen Befehl. Wenn der Konvoi da draußen ist. Wollen wir sie nicht verschrecken? Machen wir es richtig. Ich werde mein Bestes geben. Oh yeah, geil. Oh, ich kann ihn nur angucken. Oh, man ist direkt in der Cockpit-Sicht. Beginne Startvorbereitung. Pilotin, starte deine Cockpit-Systeme. Alles klar.
Systeme sind bereit. Okay, damit kann ich mich ein bisschen umgucken. Checks abgeschlossen. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem Jäger. LT um. Okay. Frontalsensor läuft und online. Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Okay, damit gebe ich Schub. Okay, damit lenke ich dann doch so. Damit kann ich mich drehen, okay. Der Rest der Flotte ist zurück von Malastair. Genug Unterstützung, um uns mit diesem Konvoi der Sympathisanten zu befassen. Okay, das ist Gasbremse. Helix-Staffel, wir präparieren den Gosanti-Transport. Bereit halten. Verstanden, Vigilance. Alle mir nach. Wir führen einen schnellen Flottenüberflug durch, um die Flugsteuerung zu kalibrieren. Bestätige. Oh! In Bewegung bleiben. Wir wollen keine Zusammenstöße. Also wenn ich hochdrücke, fliege ich auch hoch. Das... schnell, wie groß unsere Sternenzerstörer wirklich sind. Vorsicht, die Schilde können uns nichts anhaben, doch so nah am Schiffsrumpf sollten wir gut aufpassen. Jo. Sie haben recht, Sir. Es ist toll, wieder wie früher zu fliegen. Es gibt etwas sehr offensichtliches. Ah, es ist so ungewohnt, hochzudrücken. Unsere Feinde wissen, was ihnen blüht. Kann ich das umstellen? Steuerung. Oder ist das in Option Steuerung? Oder ist das Umsehen invertieren? Drifteingabe. So, Video? Nee. Kann ich gleich noch ins Audio gehen? Damit ich keine Probleme kriege. Ah, jetzt. Wenn ich nach vorne drücke, geht's runter. Okay. Testet wohl jemand Kampfformation? Besser hier als später auf dem Schlachtfeld. Jo. Abstand halten, Helix. Die Triebwerke sind heiß genug, um einen Tai zu verdampfen. Ich kannte einige Draufgänger, die das auf die harte Tour erfahren haben. Das wird knapp, Pilotin. Diese Quasarträgerschiffe sind etwas zu nah. Gut, alle Systeme sind kalibriert. Die Flotte ist in gutem Zustand. Die Vigilance berichtet, dass unser Gosanti-Transport bereit ist. Ja, läuft doch. Helix-Staffel, begebt euch zum Gosanti und dockt für den Hyperraumsprung an. Wird gemacht. Stoppe unter dem Gosanti, damit die Verriegelungen schließen. Ja, das weiß ich schon. Staffel angedockt und bereit für Hyperraumsprung. Helix, wir haben Unterstützung, doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. So sieht's aus. Jo, erster Hyperraumsprung. Bam! Nice.
Interessant. Foster Haven. Wahrscheinlich der abgeschiedenste Handelsposten in diesem Sektor. Es ist nur ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wenn sich die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig, wie sie behaupten. Trägerschiffe in Position. Blockade formiert sich. Unsere Nachhut ist zumindest gesichert. Alles klar. Interessant. Heute sind eine Menge Frachter unterwegs. Also könnte sich unser Konvoi unter ihnen verstecken. Genau. An alle Frachtschiffe, hier ist Captain Lyndon James vom Galaktischen Imperium. Bereithalten für sofortige Inspektion. Und hier ist der Stationsleiter von Foster Haven. Hören Sie auf, meine Kunden zu belästigen. Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Weitermachen, Pilot. Verstanden. Prüfe deinen Frontalsensor. Er erkennt potenzielle Ziele. Pilotin, inspiziere zuerst dieses Schiff. Mein unbekanntes Schiff oder Objekt zu scannen. Blicke es an und tippe LT. Näher dich ihm anschließend. Der Scan beginnt automatisch, wenn du... Moment, Moment. Wir waren dem Imperium immer treu ergeben. Seht ihr? Treu ergeben, ich schwöre. Keine Flüchtlinge an Bord. Weitermachen. Pilotin, überprüfe diese Schiffe und stelle fest, ob die Flüchtlinge hier sind. Gut. Prüfe jetzt das nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahmt nur das Schiff nicht. Kein Teil des Konvois. Überprüfe ein anderes Schiff. Also beschlagnahmt ihr mein Schiff nicht? Da. Ein Schiff versucht zu fliehen. Vor einer einfachen Inspektion. Wir sollten ihnen ein paar Manieren beibringen. An alle. Waffensysteme hochfahren. Pilotin, erfasse es mit den Sensoren und feuere eine kurze Salve, um es zu beschädigen. Dann sieh nach, ob sie die Flüchtlinge verstecken. Schon gut, dann scannt uns, aber stell das Feuer ein. Keine Flüchtlinge, Sir. Nur geschmuggelte Waffen und eine Ladung Gewürze. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. Meine Kunden sind legitime Händler. Ihr habt kein Recht dazu. Captain, die Stationsverteidigung hat sich gerade aktiviert. Helix-Staffel zerstört die Geschütze. Unter Beschuss können wir nicht suchen. Hier draußen schießt niemand, ohne mit Gegenbeschuss zu rechnen. Sogar das Imperium sollte das wissen. Deine Laserkanonen müssen aufladen. Unter Beschuss! Come on. Ihre Verteidigung wird schwächer. Weitermachen. Die Geschütze waren teuer. Ja, dann setz sie nicht gegen uns ein, Idiot. Idiot. Ziel zerstört. Geschütz erledigt. Das sollte reichen. Nicht schlecht, Pilotin. Unser Ruf wird sich davon niemals erholen.
Captain James, ich glaube, ich habe die Flüchtlinge aufgespürt. Sind auf dem Weg. Pilotin, mir nach. Wir haben Feindaktivität. Wir erleiden Verluste. Rebellische X-Flügler auf dem Radar. Vertreibt diese Imperialen von meiner Station! Sie schützen den Konvoi. Verteidigt euch, falls notwendig. Ich suche nach den Flüchtlingen. Alter, wie er sich dreht! Arsch mich nicht, Mann! Feindliche, einige Sternenjäger, wie zum Beispiel X-Flügler, besitzen Regeln. Oh shit! Alle Systeme sind ausgefallen. Das waren Ionenraketen. Wo zur Hölle kamen die her? Entschuldige, Teresa. Nach Alderaan kann ich nicht ignorieren, was aus dem Imperium geworden ist. Captain James. Sir? Linden? Was sagen Sie da? Dass es mir egal ist, wer den Befehl erteilt hat. Ich diene nicht, um unschuldige Flüchtlinge zu verletzen. Ein Verräter. Und wenn deren Schutz mich zu einem Rebellen macht, dann sei es so. Kann nichts mehr machen. Verdammt! Pilotin, versuch die Abschaltung zu umgehen. Konzentriert bleiben. Folge dem Verräter! Lieutenant Carol an die Vigilance. Captain Javes hilft der Rebellion. Senden Sie unverzüglich Unterstützung. Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Raketen, Vorsicht! Verschwinden wir! Also hoch ist Angriff, links ist Schub. Alter Schwede.
Alter Schwede. Echo-Staffel. Jawohl, endlich ein X-Wing. Alles gut bei dir? Okay, aber damit war's das von dieser ersten Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja einen Daumen da lassen. Abonniert mich, damit ihr demnächst nichts mehr verpasst. Bis dann. Haut da rein.